So much grams, unzip the bag, dip in my hand, then I'm home. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zum YouTube-Channel des Sativa eSports Clan. Heute habe ich mal für euch ein anderes Thema. Zurzeit geht ja wieder in Facebook eine neue Challenge um, diese Don't Judge Me Challenge. Es gibt einen Spruch und der geht, beurteile ein Buch nicht nach seinem Umschlag. So, und dann denke ich mir, okay, das könnte was Cooles sein und so, dass die Leute, die wo halt irgendwie wirklich Probleme mit ihrem Aussehen haben, ein bisschen Zuspruch kriegen, dass sie ein bisschen Selbstbewusstsein entwickeln und so weiter und so fort. Da habe ich es aber nur gelesen, Leute. So, und dann schaue ich mir das erste Video davon an und ich denke mir, what the fuck? Leute, was soll die Scheiße? Wo soll das jemandem helfen, der wo da wirklich Probleme damit hat? Da siehst du einen jungen Mann oder eine junge Frau, die wo sich ultra hässlich geschminkt hat, wo du aber auch schon erkennen kannst, ja, hey, komm, ein bisschen Make-up und so weiter und so fort, dann schaut die auch gut aus oder der. Aber die machen sich Akne rein, Pickel, machen sich fette Augenbrauen und dann kommt halt die komische Wundercreme, so, weißt schon, dann schmieren sie sich das Gesicht ein, so, ja, hallo, oh, ich muss mich ganz voll das Gesicht einschmieren und dann kommt der hier. Und dann, ja, bei mir ist jetzt nichts, Alter, weil ich mach die Scheiße natürlich nicht. Dann sind sie halt geschminkt und gestylt und voll die geilen Typen und voll die geilen Ischen, so weißt schon, so richtig. Oh mein Gott, da krieg ich's Kotzen, ja, ich könnte so viel von den Leuten, die wo die bei den Videos mitmachen, in die Fresse schlagen, Leute. Sorry, dass ich das sag, aber das ist unglaublich, wie dumm Leute einfach auf irgendeine Scheiße eingehen, nur dass sie merken, ja, hey, ich bin ein hübscher Typ so, ich bin eine hübsche Tussi, ich kann mir jetzt einfach mal schnell so hier ein bisschen Fame ergeiern, so, ne, weil macht ja nichts so, weißt schon. Und die denken nie, also brauchst du mir nicht erzählen, dass einer von denen da irgendwie dran denkt. Jetzt habe ich schon wieder das Bild von dem Video im Kopf, wo dann die Typen dann so auf ihre Lippen so dumm rumbeißen und mit den Zungen über ihre Lippen und gezupfte Augenbrauen. Das sind für mich keine Männer, Alter, die meisten schauen aus wie Frauen. Auf jeden Fall. Keinen ist damit geholfen mit so einem Schwachsinn, Mann. Es hatte schon öfters einen Scheiß in Facebook gegeben, wie mit der Bier-Challenge. Das war totaler Bullshit. Dann gab es noch die Eis-Challenge da für die Nervenkranken. Das habe ich allerdings gut gefunden. Da haben viele gespendet trotzdem, auch wenn sie das Video mitgemacht haben. Aber natürlich haben da auch sind wieder viele hergekommen und haben da halt lustige Videos draus gemacht und so weiter und so fort. Aber das jetzt, Alter, ich weiß nicht, Alter. Das, wenn da so ein Typ, also Ich kann ja nicht die Denkweise von anderen Menschen, so kann ich mich ja nicht reinversetzen oder kann ich nicht nachvollziehen, aber wenn jetzt hier einer hockt, der wo wirklich Probleme mit Akne hat, der wo wirklich ins Spiegel schaut und denkt sich, fuck, alter Mann, was soll ich machen, so weißt du, das sind auch psychische Schäden, was die davon geraten können, die können wirklich psychisch labil werden, wenn die einfach da immer ins Spiegel schauen und denken sich, scheiße, ich kann nichts dagegen machen, so weißt du, da verstehe ich die Welt dann nicht mehr, wie dann so Leute daherkommen können, dann so ein Video machen, weil wenn die das dann anschauen, dann denken sie sich, hey, du bist doch hübsch, was soll die Scheiße? Warum machst du sowas? Warum stellst du die Leute, die wo Akne da haben, dumm da? Also im Endeffekt sind in den Videos werden die Leute nur hässlich und wirklich als Untermenschen oder irgendwie so dargestellt, weil die schminken sich ja die Scheiße weg, so weißt du schon. Deswegen, Alter, tun mir die Leute einfach leid, die wo sich damit auseinandersetzen müssen, die wo das Problem wirklich haben, so weißt du schon. Die tun mir da wirklich leid und da kann ich nur sagen, ein Tipp für die Leute, die wo wirklich Probleme, Hautkrankheiten haben oder sonstiges und jetzt nicht das Geld haben für Operationen und so weiter und so fort, gibt's einen Fick drauf, was die anderen von euch denken. Ich sehe es jeden Tag, wenn ich durch die Straßen gehe, wenn an so einem heißen Tag, da habe ich noch ein anderes T-Shirt wie das an, da noch mit mehr Ausschnitt sieht man mein ganzes Tattoo und an meinen Arm die Tattoos und so weiter und so fort. Und dann schauen mich die Leute immer an, Alter, gell, die Alten und so. Und dann denke ich mir, hey, gib einen Fick drauf, Alter. So, geh deinen Weg, mach dein Ding und zeig den Leuten, hey, ich scheiß drauf, was ihr sagt. Ich bin trotzdem ein Mensch, Alter, ich bin was wert und so und ich gehe meinen Weg. Diejenigen, die wo mich deswegen irgendwie runter machen wollen und so, weißt schon, das sind die traurigen Menschen. Die kann man dann sagen, Alter, hey, du tust mir wirklich leid, dass du das nötig hast, so, weißt schon, weil der Mensch in seinem Leben totales Problem hat, wo er nicht damit klarkommt, dass er dann auf jemand anders losgeht, so, weißt schon. Also deswegen gibt's einfach einen Fick drauf und an all die Leute, die wo diese Challenge feiern. Aber hier, den da. Bam, Alter. Gehirn weg und dann passt es so, Leute. Weißt schon, macht's nicht bei jedem Scheiß mit, was in Facebook kuriert. Facebook ist eh eine Sache für sich, da kommt aber nochmal ein anderes Video in so ein Flame-Video. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet über dieses Videoformat. Ich habe da so viele Themen im Kopf, Leute, ey, da könnte ich könnte jetzt ein 3-Stunden-Video machen und mich instant aufregen und rumflamen. Weil die Menschheit heutzutage mit der Facebook-Geschichte, die ist einfach nicht mehr das, was sie mal war. Also die heutige Jugend, so die älteren Menschen natürlich nicht, die wo noch, wie ich bin jetzt 23, bin ohne Facebook zum großen Teil aufgewachsen. Das war noch eine Kindheit, Leute, weißt du schon. Und heutzutage sehen die in Facebook schon Pornos. Die 12-, 13-Jährigen sehen Pornos und Scheißdreck und
Oh Gott, Alter, da denke ich mir, wo soll das hinführen mit unserer Menschheit so, ne? Naja, aber in dem Sinne, Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr über diese Don't Judge Me Challenge haltet. Und gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Format gefällt. Hier ist der Daumen. Und scheiß auf die Cam. Das nächste Mal schaue ich, dass sich die nicht mehr aufhängen wird. Und ja, in dem Sinne, habt auch einen schönen Tag, auch wenn es ultra heiß ist. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut's rein, bis dann. Ciao.